zeigen, wie ihr eure Daten von eurem alten kaputten Handy noch retten könnt. Und zwar, dafür habe ich ein altes kaputtes Handy von mir. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Also Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eure Daten von eurem kaputten alten Handy noch retten könnt. Und zwar geht jetzt bei meinem Testhandy das Display nicht mehr. Wegen den Displayrissen, vielleicht sieht man das. Ja, hier. Und zwar habe ich es auch schon eingeschalten und wie ihr seht, funktioniert das Display nicht mehr. Also ihr könnt es nicht mehr bedienen, aber ihr wollt dennoch noch eure Daten haben. Eure Bilder, eure Videos, was auch immer. Und dazu braucht ihr als allererstes dieses OTG-Kabel. Hat auf einer Seite einen USB-Anschluss und auf der anderen Seite ganz normaler Android-Anschluss. Gibt es auch für iPhone sowie auch für die neuen Androids. Das steckt ihr ein. Und jetzt ist das Einzige, was ihr noch braucht, eine stinknormale Computermaus. Okay. Die steckt ihr hier ein. Und dann leuchtet das Ganze auch schon hier rot. Sprich, das funktioniert. Und auf dem Display ist eine schwarze Maus zu erkennen. Und auf dem Display ist eine schwarze Maus jetzt zu erkennen. Und jetzt könnt ihr das Handy ganz normal ansteuern. Und eure Bilder, Videos oder was auch immer könnt ihr jetzt noch auf euren PC ziehen. Also das war's auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram.